Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge und heute berichte ich von der Energie- und Immobilienmesse in Forchheim. Die findet alljährlich so Anfang März statt und ja, wie man sieht, sind da auch ein paar Elektroautos ausgestellt. Hier im Eingangsbereich haben wir heute mal Tesla, die waren letztes Jahr woanders und BMW ist auch da mit dem i3 und dann wollen wir mal so schauen, was es da sonst noch zu sehen gibt auf dieser Messe. Hallo zusammen, ich bin hier am Stand der Stadtwerke Forchheim und bei mir ist der Herr Samel. Der hat sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt, ein kleines Interview zu geben. Schauen wir mal, das Mikrofon sollte passen. Okay. Fast können wir es rausstellen. Die Stadtwerke sind ja schon im Ladeverbund Franken Plus mit drin. Ja. Haben auch schon eine Ladesäule. Ja, sieht man hier am Bild, genau. Sehr schön. Ja. Und auch im Brunnengarten ist auch schon eine Installation vorhanden. Zwei Stück haben wir da, genau. Zwei Wallboxen mit 3,7 kW, eine mit einem Kabel, sodass ich mein Auto meistens nicht rausholen muss aus dem Auto, weil gerade bei schlechtem Wetter brauche ich nicht dann mein Kabel rausholen und eine mit einer Steckdose ganz normal und das ist aktuell schon installiert und die nächsten Anlagen sind geplant, sind in der Mache, Tiefgarage Paradeplatz, ist jetzt in Sanierung gerade am Laufen und da werden auch zwei Wallboxen mit über 22 kW. 22 kW. Werden da über den Ladeverbund auch werden da installiert. Nächstes Projekt, was jetzt so ansteht, ist dieses Ladesäule, die wir da sehen im Hintergrund, wird bei den Stadtwerken jetzt installiert und da kommt also auch so eine hin. Ja. Und alles weitere müssen wir jetzt mal schauen, was wir dann noch in Forchheim haben. Wir haben noch einige Planungen, aber das müssen wir jetzt im nächsten Schritt nochmal machen. Fest ist, Stadtwerke an der Heidfeldstraße installiert und die beiden in der Tiefgarage im Paradeplatz werden auch zwei. Wallboxen 22 kW installiert. Jetzt haben Sie schon sehr viele Fragen gleich beantwortet, das ist wunderbar. Okay. Gibt es einen Grund, warum die im Wohnengarten auf 3,7 runtergedrosselt wurde? Ja, man hat es ein bisschen mal überlegt. Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, wo machen denn Ladepunkte Sinn? Dann ist eins, wo man sehr schnell drauf kommt, sind Parkhäuser generell. So, die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wenn ich jede Wallbox, die ich in einem Parkhaus habe, mit 11 kW oder 22 kW installiere, dann reicht die Anschlussleistung vieler Parkhäuser nicht mehr aus. So, und dann hat sich die Frage gestellt, wie kann man denn darauf reagieren? Und dann kam das Konzept, wenn wir die mit 3,6 kW reduzieren, dann können wir die kostenlos auch machen und können sagen, im Rahmen der Parkgebühren enthalten ist dann im Prinzip das Laden, ist dann auch da weiterhin kostenlos. Wir werden aber im Laufe des Jahres auch hier ist geplant, eine große Wallbox zu nehmen, wahrscheinlich auch mit 22 kW, damit man dann die freie Auswahl hat. Ich bezahle was dafür, oder aber nicht heilig habe, oder aber ich kann da kostenlos laden. Ein kann ich mir gut vorstellen, ein Konzept der Zukunft würde sein, mit den Parkhäusern mit 3,7 kW die Wallboxen, weil dann kann ich natürlich mehr Parkplätze damit ausstatten. Vor allem, wenn man länger drin ist, also zum Beispiel bei Arbeitgebern, dann gibt es das natürlich. Genau. Und dann ist dann mit 3,7 eigentlich schon ganz zu. Wenn ich es eilig habe, ja, dann ist er natürlich ein bisschen wenig, aber ich sage, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt am Weihnachtsmarkt, bevor ich dann gehe in die Stadt, die einkaufen, die shoppen, die was trinken, dann schaffe ich es in der Regel schon, auch die Strecke, die ich hergefahren bin, auch wieder zurückzufahren, ohne dass ich einen leichten Verlust mitnehmen muss. Dann kann ja wohl, meine Batterie ist genauso voll wie vorher. Das ist der Konzept, was dahinter stand. Das war der Grund. Okay. Was haben wir noch? Ja, geplante Standorte haben Sie schon was gesagt. Gibt es einen Zeitplan schon? Ja, also die Heidfeldstraße, da haben wir am Freitag das interne Go ist raus. Ja. Sollte Baufirma mehr Zeit haben, man müsste erwarten, im Winter war natürlich da mit dem Frostboden aufzugraben. Aber das ist raus, das Go. Ich hoffe, die nächsten 14 Tage geht es da los. Am 26. April ist die Öffnung der Tiefgarage. Also ab 27. ist sie wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung. Dann sind die Ladeboxen stehen auch zur Verfügung. Ah, ja. Und das ist schon, die Termine sind fest. Und wie gesagt, ich hoffe mal, dass dann die Ladesäule an der Eifelstraße auch in den nächsten 2-3 Wochen, dass sie auch zur Verfügung steht. Okay.
Warum hat man sich für den Ladeverbund Frankfurt entschieden und nicht für das Vorkammerkonzept des Landkreises? Der Landkreis Forchheim ist ja jemand, der den Ladeverbund referiert. Mhm. Wir haben angefangen, ich sag mal 2011 ungefähr, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und haben dann im Fahrradsprung ein System angeschafft, damals war das Siemens-System, haben wir damals genommen, was dann aber leider sich als Fehlentscheidung herausgestellt hat, aber das war halt so ein bisschen auch Thema Jugendforsch. Ja. Das war alles so am Anfang mal aufbauen. So, und dann habe ich ein bisschen die Frage gestellt, ja, was muss ich da alles machen? Ich brauche jetzt ein Abrechnung, brauche ein Beckensystem. Was ist das Richtige? Was muss ich denn machen? Ich brauche Ladesäulen in der Form, die den Ladesäulenverordnungen entsprechen und. Und habe sehr schnell festgestellt, wenn das eine oder zwei den Unternehmen alleine auf die Beine stellen wollen, das ist ein Wahnsinn, dieses Auswahlverfahren herzustellen und sich zu überlegen, was kann ich da machen? Der Aufwand, der wäre so groß gewesen, das hätten wir gar nicht stemmen können. Und dann haben wir über die Stadtwerke-Kollegen aus Erlangen und aus von der Infra Fürth, die ja Gründungsmitglieder auch sind, und da haben wir dann gefragt gehabt, Mensch, was habt ihr eine Idee? Und dann kamen die auf den Ladeverbund, dann habe ich mit dem Ladeverbund zusammengesetzt, dann haben wir den Rützel mal eingeladen, haben uns zur Zeitung gesetzt und haben relativ schnell festgestellt, dass die Idee, die dahinter steckt, das Konzept, was dahinter steckt, eigentlich genau richtig ist. Wir haben 34 oder 37 Mitglieder mittlerweile. Das bedeutet, wenn Sie heute ein Elektroauto in einem dieser Mitgliedsunternehmen hinfahren, Sie kennen Ihre Säule, ja. Sie kennen das Zugangssystem, ja. Sie müssen nicht lange nachdenken. Das ist die Säule, die ich zu Hause auch habe, die kenne ich, da stecke ich ein, so kann ich den Betrieb nehmen. So, und das ist die Einheitlichkeit im ganzen Ladeverbund. Das ist für uns die Stärke gewesen. Dazu kommt diese Auswahl, diese Ladesäule, die wir sehen, ist man dann ziemlich der Einzige auf dem Markt, so wie sie steht, wo ich dann zweiten Anschluss anbaue. Weil die Anschlusstechnik ist ja relativ. Die Messeinrichtungen sind ja eingebaut, der Hausmittelkasten ist eingebaut. Und das hat aber auch dazu beigetragen, dass wir sagen, das ist eigentlich genau der richtige Weg, da wo wir hin müssen, wo wir hin sollen. Und ja, und so kam man dann im Prinzip Stück für Stück zum Schluss, dass der Ladeverbund schon auch für uns das Richtige ist. Ne? Ich habe einen Zugang hier auf die Wallbox, die wir hier vorne stehen haben. Und ja, und so sind wir mit denen zusammengekommen und muss sagen, jetzt, wir sind auch sehr froh darüber. Ja, also ich finde es auch ganz gut. Ich finde es jetzt bloß ein bisschen schade, dass der Landkreis jetzt vielleicht was anderes machen will. Muss man jetzt mal schauen, was da rauskommt. Ja, müssen wir sehen. Das muss man mal schauen. Also wir haben jetzt, also Gemeindehausen hat auch angefragt bei uns, ja. Dann werden wir, also wenn wir irgendwo was anbieten, werden wir also auch nur Technik einsetzen aus dem Ladeverbund. Ja. Damit wir wirklich dann sagen, da wo wir hingehen, einheitlich Ladeverbund. Heroldsbach hat ja auch schon Mitglied. Heroldsbach ist ja auch Mitglied im Ladeverbund. Ebermannstadt ist jetzt neues Mitglied, werden da auch mitziehen. Wir haben die Gemeinde Rückersdorf, die ist Mitglied. Also man sieht so, das ist so, man wächst zusammen. Ja. Die Technik, die wir hier einsetzen, die kommt aus Laub, von der Firma ABL. Ja. Das heißt, also, wir haben auch einen regionalen Anbieter auch. Und ja, so haben wir das Ganze zusammen als Paket und dann das ist noch richtig Paket. Ich bin überzeugt von dem Ladeverbund, weil diese Einheitlichkeit und ich bin als Elektrofahrer, weiß ich, egal wo ich hinfahre, ich weiß, wie kann ich das meine Ladesäule Betrieb nehmen, wie bekomme ich mein Auto voll. Ich muss nicht überlegen, kommt der Stecker jetzt hier rein, kommt der Stecker da rein, was muss ich tun, sondern ich kenne mich aus. Und das ist auch zur Akzeptanz der Elektromobilität, glaube ich, ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und vor allem auch für die Leute, die jetzt auf Verbrenner fahren, sehen sie, okay, das ist jetzt eine Ladesäule, weil sonst, na, also wenn man jetzt dann zum Beispiel anschaut, Bamberg macht ja auf TNM, das sind schon wieder ganz anders aus und so, ist ja, genau. Vielleicht auch für die Leute, die es noch nicht so wissen, ja, ein bisschen auch so eine Wiedererkennung sind. Ja, genau, so sehe ich es auch. Absolut. Eine Frage noch zur Preisgestaltung. Warum hat man sich für das Zeitmodell entschieden und nicht für die Kilowattstunden? Das war der Vorschlag gewesen, der dann im Verbund diskutiert wurde und hat man gesagt, okay, dann lassen wir uns doch den Zeittarif nehmen, der ist einfacher. Ja, 15 Minuten Taktung und das war dann im Gremium ist ja dann beschlossen worden. Mehrheitsbeschluss wurde, okay, machen wir so. Ob es für alle Ewigkeiten so bleibt, wir fangen jetzt so an. Ja. Und ist sehr übersichtlich auch von der Abrechnung her. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wie sich das so entwickelt.
kann ja sein, dass die Gesetzgebung kommt und sagt, es muss mit Kilowattstunden abgerechnet werden. Auch das ist möglich natürlich. Ja. Ne? Sie wissen ja, der Gesetzgeber. Ja. In der Technik ist also wir haben jetzt, da gab es ja diese Förderanträge, wurden da eingereicht und das war schon, die Seite ist zusammengebrochen. Ja, das habe ich schon. Also die Seite war zusammengebrochen. Also wir haben am ersten Tag noch geschafft, den Förderantrag einzureichen. Andere haben es nicht geschafft. Also das war wirklich keine einfache Sache. Ja. Okay, super. Vielen Dank fürs Interview. Bitte, herzlich gerne, wenn Sie Fragen haben, jederzeit gerne wieder. Ja. Stark, glaube ich, unterwegs im ostbayerischen Bereich, in der Oberpfalz und in Niederbayern. Aber auch in Oberfranken haben wir ganz gut funktioniert. Oberbayern, also das sind so gut. Können Sie mir was zum Thema Preisgestaltung sagen? Das Thema Preisgestaltung ist jetzt momentan bei der Firma Ewald. Ewald macht das der Ladesäulen bei uns, bezüglich der Preisgestaltung, die da nicht abgerechnet wird. Allerdings bei uns gerade daran zu arbeiten, ein eigenes Anwaltungssystem einzuführen. Allerdings wir keine konkrete Preisgestaltung haben, muss man mal schauen, bleibt man das nach Minuten abrechnet oder nach KWH, dass man da wirklich eine Minute bekommt. Zum Thema Netzauslastung. Ist da schon Bedenken oder Planungen, wenn jetzt mal wirklich alle Autos umgestellt werden? Oder sind wir es eher gelassen? Sind wir nicht gelassen? Ich sag mal so, wenn jetzt wieder Ausbau momentan stattfindet, ist es okay, da kann man das einigermaßen integrieren. Aber ich sag mal so, wenn jetzt alle in Elektroauto fahren und alle zur gleichen Zeit laden, dann haben wir ein Thema. Da gibt es ein Problem mit der Netzauslastung. Da muss man gucken, wie man die ganzen Netze so auslegt, dass eben dann dieser Ladeansturm, der dann wahrscheinlich nachts immer passiert, weil die Leute nachts zu Hause aufladen, wie man das Ganze bewältigen kann. Ein zweites Thema ist natürlich diese Schnellladesäulen, die AC-Ladesäulen, natürlich die DC-Ladesäulen, die Gleichstromladesäulen. Wenn man davon, keine Ahnung, 5-6 Stück irgendwo hinstellt, dann braucht man schon ein bisschen Infrastruktur dafür. Das heißt, man braucht schon mal eine Trafostation, eine andere Verstärkung, Zwischenspeicher. Also wenn alle mal dran sind, wird das ein Riesenthema. Da wird sicherlich die Energiewende auch mithelfen, also wenn dann die Leute natürlich von oben frei zu Hause nicht gleich einsetzen. Ja, also es ist natürlich schon so, dass die Energiewende uns schon dazu gebracht hat, unser Netz massiv auszubauen. Also ja, früher hatten sie ja das Großkraftwerk irgendwo stehen und das ganze Strom über die großen Leitungen da unten getragen worden. Heutzutage haben sie die zentrale Erzeugung, wo sie eine ganz niedrige Abnahmelast haben, haben die Leute plötzlich Windkraftwerke, die da stehen. Das heißt, wir müssen extrem viele
Leitungen neu machen, neue Verstärkung, neue Netzwerke bauen. Wir haben in den letzten zwei Jahren noch 1,2 Milliarden in das Grund. Einfach zu hören, oder? Diesen Umbau der Energiewende überhaupt bewältigen zu können. Der findet jetzt schon statt und der wird sich dann nochmal verstärken. Vielen Dank. Das waren alle Fragen. Dann gibt es den Bewerb. Ja, ich bin hier am Stand der Naturstrom AG heute zu Gast. Frau Baden möchte mir eventuell ein paar Fragen beantworten. Die erste Frage geht um das Engagement zum Thema öffentliche Ladesäulen. Da war eine Zeitung zu lesen, Sie wollten schon in Kolheim mal Ladesäulen installieren. Das hat nicht so geklappt. Gibt es da Pläne für die Zukunft? Ja, es gibt auf jeden Fall Pläne. Wir freuen uns, dass der Landkreis das Thema jetzt vorgestellt hat. An der Spitze und ich glaube von 25 Gemeinden im Landkreis und 19 sich für Elektromobilität entschieden haben. Wir sind auch mit Gemeinden im Gespräch, wo es halt passt, auch mit installieren, zum Beispiel in Hallandorf, wo wir auch erneuerbare Wärme bereitstellen, dort auch eine Ladesäule zu installieren. Aber auch mit anderen Gemeinden. Das Thema Mieterstrom ist jetzt auch was ganz Neues, wo ich selber noch nicht so viel Ahnung habe, sage ich jetzt mal. Können Sie da ein bisschen was dazu sagen, was Mieterstrom ist? Gern, ja. Genau, also man kennt ja den klassischen Photovoltaikbesitzer, der die Solaranlage bei sich auf dem Dach hat und ja auch den Strom selbst verbrauchen kann. Wenn ich Mieter bin, kann ich das natürlich nicht, weil dann gehört mir das Dach ja nicht. Und das ist eigentlich der Gedanke von Mieterstrom, dass auch Mieterinnen und Mieter vom Solarstrom vom Dach profitieren können. Und es wird dann sozusagen ein Stromprodukt gemacht aus dem Strom vom Dach und aus Strom vom Netz. Das ist bei uns bei der Tusche 100% erneuerbar und dann liefern wir den Mieter und Mieterin dieses Stromprodukt. Aber dann wird ungefähr 25% Strom vom Dach ins Land. Das heißt, dann müsste ich dann meinen Eigentümer fragen, dann muss auf das installiert. Genau, also insbesondere mit größeren Wohnungsbaugenossenschaften sind wir natürlich im Gespräch, die schon mehrere Wohneinheiten unter Vertrag haben. Und da kann man das durchaus mal anregen beim Immobilienträger, ob er nicht dahin gehen will, auch erneuerbar zu werden, grün zu werden. Da sind die Immobilienträger eigentlich auch sehr interessiert daran. Und dann zum Beispiel mit der Naturstrom- und Mieterstromlösung aufzusetzen. Das ist auch für Einzelgebäude oder Einfamilienhäuser. Einfamilienhäuser können ja auch so sich selber versorgen mit ihrer Photovoltaikanlage. Unbürokratisch. Insofern, was wir dann für Gemeinschaften, Eigentümergemeinschaften, aber wo man mehrere Stromkunden unter einem Dach hat und dann von der Anlage versorgen kann. Das ist mehr ein rechtliches Thema, weil einfach die rechtlichen Verhältnisse ändern sich. Mit dem Mieter. Genau. Okay, vielen Dank. Ja, es ist gerne. Hat mich sehr geholfen. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch. Ja, beim Stadtwerken, Ebermannstadt wollte ich eigentlich auch noch ein Interview führen, aber leider ist das ohne Geschäftsführer nicht möglich. Was ich da zumindest an Informationen bekommen habe, ist, dass sie jetzt im ganzen Gebiet ihrer Netzversorgung, das werde ich jetzt mal hier einblenden, auf jeden Fall Ladesäulen beantragt haben. Ich habe 8 oder 9 Stück. Das heißt, in jeder Gemeinde kommt eine Ladesäule vom Ladeverbrauch am Fluss, so wie es auch schon mit hin. Das ist auf alle Fälle schon mal eine schöne Geschichte. Und auch das Thema Netzabdeckung ist auch ein Thema gewesen im Ladeverbund, denn wir haben natürlich einige Ortschaften in der Fränkischen Schweiz, wo keine Netzabdeckung ist von Mobilfunknetzbetreibern. Und da werden wahrscheinlich erstmal vermutlich keine Ladesäulen sein. Wird sich zeigen, wie das dann in Zukunft ausschaut, wenn der Ausbau ein bisschen größer wird. Aber gut, so viel schon mal dazu. Das war so aus dem Gedächtnis, das, was ich von Kollegen mitbekomme.
bekommen habe. Und ja, weiter geht's mit dem nächsten Mal. Ein bisschen ausführlicher Zeit, mal die neue Soja anzugucken. Einen Unterschied habe ich jetzt hier schon mal festgestellt, und zwar lassen sich die Spiegel anklappen. Das ist auf alle Fälle schon mal ein Unterschied hier. Das Ganze ist mit Stoff ein bisschen aufgewertet. Die Tür ist also jetzt auch schwarz gehalten. Es ist hauptsächlich, jetzt kommt tatsächlich schwarz zum Einsatz hier. Also überall, wenn man oben schaut, wo bei meiner Zoe da beige ist, ist hier also schwarz im Einsatz. Wir haben hier eine Mittelkonsole auch schwarz. Wir haben da jetzt den Regler für die Sitzheizung. Das hier ist alles gleich, ansonsten schwarz gehalten. Da haben wir jetzt diesen Nadelstreifen und der ist genau gleich. Also das ist sonst gleich geblieben, aber halt, wie gesagt, ich finde auch die Sitze, wenn man sich anguckt, ist vom Design her ein bisschen besser gelungen, finde ich. Ja. Und auch die sieht man jetzt hier nicht so gut. Die machen auch ein bisschen besser Eindruck hier, der Stoff, der hier verbraucht. Ja, feine Geschichte. Ist ein Update zur bisherigen Zoe und macht das Ganze wertig. Ja, hier sehen wir gerade die neue Zoe, den Motor. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es anders ausschaut. Bei mir kann mich aber auch täuschen. Ich werde dann gleich mal im Anschluss daran noch ein Vergleichsvideo bzw. Vergleichsfoto machen. Dann kann man mal sehen, ob sich da was geändert hat im Aufbau von der neuen Zoe. Ja, hier nochmal der direkte Vergleich. Es ist also genau das Gleiche. Also es schaut genauso aus in meiner Zoe wie in der neuen. Da ist kein Unterschied zu sehen. Hat sich also nichts geändert. Habe ich mich getäuscht. Naja gut, der Q210 schaut anders aus. Yep, vielleicht mal bei Gelegenheit mal einen angucken, wenn ich einen sehe. Ja, soviel dazu. Ja, das war's dann von der Energie- und Immobilienmesse in Forchheim. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.